So, nächste Runde. Für euch schon nächstes Wochenende, aber für mich die zweite Runde heute. Und zwar hier hoch auf den Pfaffenstein, Königstein und Barberie. 11 Kilometer, 3 Stunden ist angegeben. Mal sehen. Ist auf jeden Fall schon angenehm warm mittlerweile. Und das genieße ich. Und hier hat man den ersten schönen Blick auf den Pfaffenstein. Also gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Den Malerweg, Aufstieg Nadelöhr oder ein bequemer Aufstieg. Wir nehmen natürlich das Nadelöhr. Auch hier gleich am Anfang diese riesen Felsformationen. Mein Vokabular beschränkt sich mittlerweile ja auf Felsen. Unglaublich wunderschön. Atemberaubend, aber es ist halt so. Aber diese schier endlos langen Treppenpassagen, die schlauchen mich echt. Man hört es wahrscheinlich. Puh. Mitten auf dem Weg so ein Brecher hier. Wenn schon Stufen, dann so, oder? Richtig schön. Was ein bisschen nervt, hier ist irgendwo einer mit seiner Drohne. Genau da. Und die brummen, ja, ist der Hammer. Hier wird es wieder ganz kuschelig. Nur mal zu symbolisieren, wie breit das ist. Das ist mein Schuh von der Breite. Also nicht ganz viel Platz. Ich glaube, ich kann das Nadelöhr schon sehen. Von hier hat man wieder einen wunderschönen Blick auf den Nilienstein, wo ich heute Vormittag war. Und hier ist jetzt das berühmte Nadelöhr. Ja, so die erste Ebene erreicht hier. Also Nadelöhr, nur mit einem kleinen Rucksack. Ansonsten bleibt man hängen. Ich habe jetzt nur diesen kleinen 20 Liter und das war so gerade eben zum Durchrutschen. So, weiter vor geht's nicht. Kann nur so ein bisschen rutschen her. In die Richtung. Das Schöne hier ist, dass man ja ruckzuck irgendwelche Ziele erreicht und auch viele kleine Erfolge hat. So, hier ist der Aussichtspunkt Goldschmidt-Höhle. Ich gehe erst einmal hier an der Seite, weil oben ist schon wieder so voll. Also das frühe Losgehen ist eher mein Ding. Jetzt die zweite Tour am Nachmittag, wenn das so voll ist, schon ein bisschen stressig. Also viel mehr Aussicht geht, glaube ich, nicht. Hier geht es jetzt Richtung Abstieg Klammweg. Ich mache hier noch einen kleinen Abstecher Richtung Opferkessel. So, hier ist das Ende vom Opferkessel. Und hier schön zu sehen. So, das sollte sein. Die nächste unglaubliche Ecke hier. Was bin ich froh, dass ich das heute kreislauftechnisch alles gut wegstecke und so viel erleben kann. Hier kann man jetzt einkehren, wenn man möchte. Aber was ich beeindruckender finde, ist der Turm hier. Hier geht es weiter Richtung Barbarine. Jetzt muss die Kamera weg und dadurch geht es weiter. Hier muss man einen Rucksack absetzen und seitlich gehen, weil es doch sehr eng ist. Nur ein kleines Stück, aber
Was Mut hat, Mut. Hier geht's breiter, weiter. Jo, jetzt sitze ich hier oben bei der Barberine. Versuche das Ganze noch von der anderen Seite zu bekommen. Es ist einfach immer wieder unglaublich, was einen hier nach der nächsten Ecke erwartet. Hier geht's jetzt die letzten Stufen runter. Und dann sind wir an dem Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz. Die Barberine. Da kann man diesen Typen dann irgendwie... So, hier geht's jetzt langsam wieder zurück. Meine geliebten Stufen runter. Das ist dieser bequeme Weg, was unten am Anfang stand, entweder durchs Nadelöhr oder diesen bequemen Weg. Ich würde empfehlen, Nadelöhr hoch, dann die einzelnen Punkte hier oben angehen und den bequemen Weg dann zurück. Man läuft einmal hin und her zu dieser Barberine. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, kann es mir ja jemand schreiben. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. So, der Tag an sich, beide Touren zusammen, ist schon körperlich ein bisschen fordernd. Ich werde garantiert gleich gut meinen Salat verdrücken. Schön mit Thunfisch und allem, was dazu gehört. Und dann den Tag wahrscheinlich ausklingen lassen. Wenn ich nicht noch mehr begeisternde Sachen hier sehe, die ich mir doch noch antue. Ah, da unten rennt wieder jemand. Aber da oben, das artete gerade schon fast den Stress aus. So viele Leute. Echt unglaublich. Da ist hier schon wieder besser. Hier gibt es wieder was auf dem Kopf, wenn man nicht aufpasst. Ich gehe jetzt gerade durch das kleine Tal und hier schön nochmal mit so einem Denkmal geehrt. Das war's mit der Wanderung. Ich bin jetzt gleich wieder in Königstein und wie schon angekündigt, werde ich den Tag damit jetzt auch beenden und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich bin restlos begeistert. Ich finde gerade noch diese eine einsame Wolke da hinten rechts interessant. Ich zoome das mal. Jetzt müsstet ihr auch sie gut sehen. Naja. 3 Stunden ist angesetzt für die Runde hier komplett. Wenn man sehr genüsslich geht, 3 Stunden definitiv gut schaffbar. Man kann sich aber bei so einem Wetter durchaus mehr Zeit lassen, was ich jetzt auch getan habe. Und ich war jetzt 4 Stunden da oben. Lohnt sich hier im Elbsandsteingebirge, Sächsische Schweiz, definitiv jeder Meter, den man läuft. Also macht's gut, euer Markus.